im Gespräch. Akut steht kein Land vor der Pleite. Deutschland freut sich über erstaunliche Wachstumszahlen. Die Prognosen lassen optimistisch sein. Aber die Herren Weig und Friedrich finden viele Haare in der Suppe. Warum sind Sie so pessimistisch? Ganz einfach, weil wir uns die volkswirtschaftlichen Eckdaten anschauen und auch die Qualität der Jubelmeldungen mal genau uns anschauen. Und da kommen wir leider zum Schluss, dass die aktuelle Lage nicht so rosig ist, wie sie scheint. Es ist wahnsinnig viel Geld im System, die Geldmenge ist aufgebläht wie nie, daran besteht kein Zweifel. Aus Bankschulden haben sich durch die Rettung der Banken gewaltige Staatsschulden gebildet, da wird auch niemand streiten. Aber wieso sind Sie so überzeugt, dass sich das niemals abbauen lässt, dass das nicht zu retten ist? Da stelle ich eine Frage, wie soll das funktionieren, wenn beispielsweise große Länder eine Industrieproduktion haben auf dem Niveau von 1994 oder Griechenland 78 oder Italien Mitte der 90er Jahre. Aber eine Verschuldung von 2014, wie soll das funktionieren? Wir können natürlich eine Rieseninflation einführen, aber ich denke nicht mehr, damit können wir die Schulden loswerden. Die Verschuldung ist seit 2008 um fast 50 Prozent global gestiegen. Ein plastisches Beispiel, das wirklich jedem Hörer ähm, offenbart, dass das Spiel sich im Endmodus befindet, ist Folgendes. Wir sind seit Jahren Exportweltmeister, die Bundesrepublik Deutschland. Wir haben seit Jahren Rekordsteuereinnahmen. Trotzdem müssen wir uns jedes Jahr neu verschulden. Also wenn es nicht mal die Wirtschaftslokomotive Deutschland in Rekordjahren schafft, keine neuen Schulden aufzunehmen, geschweige davon, Schulden zurückzuzahlen, wie sollen es dann bitte Länder wie Griechenland, Portugal, aber auch Japan und die USA jemals schaffen? Und das zeigt ganz deutlich, das Spiel ist aus. Unser Finanzminister verspricht uns immerhin bald einen ausgeglichenen Staatshaushalt und dann sogar irgendwann Schuldenabbau. Da bin ich mal gespannt, wann der Herr Schäuble das auch in die Tat umsetzt. Ja, also wir sagen es ja ganz klar, seit 2008 ähm, betreibt die Politik mit der Finanzbranche Hand in Hand eigentlich volkswirtschaftliche Schadensmaximierung. Und ja, es werden am laufenden Band Gesetze gebrochen von oberster Stelle, wo kein Politiker zur Rechenschaft gezogen wird. Und es sollte einfach jedem Bürger zeigen, dass da irgendwas faul ist, wenn man Geld retten muss. Wenn das alles so auf der Hand liegt und klar ist, wieso schreit nicht die ganze Ökonomenbranche den ganzen Tag Ceder und Mordio? Das ist spannend zu sagen. Ich meine, durch unser erstes Buch haben wir doch viele spannende Menschen aus Wirtschaft und Politik kennengelernt. Wenn auf großen Kongressen gesprochen wird oder vor Publikum, sagen die seltsamerweise etwas anderes, wenn wir am Abend gemeinsam zusammensitzen und eine Flasche Wein trinken. Die Ökonomen wissen sehr wohl, was die Stunde geschlagen hat, genauso wie die Top-Banker auch. Da muss man auch erwähnen, der Herr Draghi hat ja vor einigen Tagen ähm, ja eine Crashwarnung herausgegeben. Also die EZB hat davor gewarnt, dass die Aktienmärkte inflationär durch das viele billige Geld, durch die Niedrigzinsphase aufgebläht sind und die eine oder andere Bank auch teilweise noch etliche Leichen im Keller hat. Und ich denke mal, wenn der Herr Draghi da eine Warnung herausgibt, sollte man schon ähm, aufmerksam zuhören. Der finale Kollaps muss also kommen, so hören wir von Ihnen und zumindest das dumpfe Gefühl, dass längst nicht alles ausgestanden ist, teilen sicherlich viele. Was droht in einem solchen Crash Ihrer Ansicht nach? Es ist schwer zu sagen, wenn wir in die Vergangenheit schauen, haben ganz klar Besitzer von Papierwerten wesentlich mehr abgeben müssen wie Besitzer von Sachwerten. Wir müssen ganz klar sagen, die Zeit der Rendite ist vorbei. Abgeben werden wir alle. Aber in der Vergangenheit war es eben so, dass Besitzer von Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, aber auch Bargeld einen Großteil ihres Vermögens schlicht und einfach verloren haben. Ergänzend zu Herrn Weigs Ausführungen möchte ich auch schon sagen, dass wir ja jetzt schon alle direkt und indirekt für die Krisen bezahlen seit 2008. Durch die Niedrigzinsphase der EZB werden wir ja alle schon schleichend enteignet. Und wenn wir die Menschen fragen bei Vorträgen, wo wir auftreten und auch unsere Leser, jeder hat das Gefühl, dass die gefühlte Inflation weitaus höher ist als die offiziell berichtete. Aus diesem Grund werden wir jetzt schon zur Kasse gebeten. Und aus dem Bailout wurde ja schon ein Bail-in. Das heißt ja im Endeffekt, wenn die Banken in eine schwierige Situation geraten würden, dann müsste man ja ab 100.000 Euro mit seinem Kapital, mit seinem Konto dafür haften. Und es sollte jedem ganz deutlich machen, dass da ähm, noch ein riesiges Gefahrenpotenzial herrscht. Zum Thema Inflation möchte ich noch kurz einen Satz sagen, weil uns ja immer vorgegaukelt wird, wir haben eine Inflation von 1, Prozent. Das würde ich immer hinterfragen, weil ich würde mal sagen, der durchschnittliche Deutsche gibt das meiste Geld aus für Wohnen. Energie und Essen. Und ich denke mal, in den meisten Städten sind die Wohnungspreise explodiert, genauso wie die Energiepreise global. Und auch Essen ist nicht billiger geworden. Und da sind wir wohl ein ganzes Stück über einem Prozent. Und wir legen uns schließlich nicht jeden Morgen einen Memory Stick aufs Brot und kaufen uns alldauernd einen neuen Laptop. Zweifellos nicht. Was tun in Sachen Bargeld und Krise? Zu Hause lassen oder kann man es der Bank anvertrauen? Ich meine, Zypern ist auf jeden Fall ein mahnendes Beispiel, dass Geld überall hingehört, aber momentan nicht aufs Konto oder auf die Bank. Die wenigsten wissen ja, das Geld auf meinem Konto, das gehört ja nicht mir. Das gehört der Bank, weil ich habe lediglich der Bank einen unverschämt günstigen Kredit gegeben. Also im Endeffekt bin ich Gläubiger der Bank. Und da muss man auch genau zuhören, wenn der Herr Schäuble sagt, wir müssen bei der nächsten Bankenrettung alle Gläubiger mit ins Boot nehmen. Damit meint er nichts anderes wie natürlich die Anleihebesitzer der Banken und die Eigentümer der Banken, aber natürlich auch jeden, kunden, deren Sparkonto bei der, oder ein Guthabenkonto bei der Bank hat. Das heißt, wir alle müssen dafür bezahlen. Und im Endeffekt, wenn man nach Zypern schaut, da haben halt dann die Kontoinhaber 70 Prozent ihres Vermögens verloren. Diejenigen, die das Geld im Schließfach hatten oder im Sparstrumpf, die haben davon nichts Mitbekommen. Angesichts von immer mehr Wohnungseinbrüchen hat der Sparkroschen zu Hause allerdings auch seine Tücken. Selbstverständlich, aber man kann es zum Beispiel auch, wenn man der Bank vertraut, dann doch in ein Bankschließfach legen. Kann man sogar noch versichern. Aber immer, da muss ich ergänzen zu Herrn Weiks Ausführung, aber immer mit dem Wissen, dass im Endeffekt, ich habe zwar einen Schlüssel fürs Schließfach, aber nicht zur Eingangstür der Bank. Also in Zypern war es ja auch so, dass sind die Besitzer der Schließfläche auch zwei Wochen nicht an ihre Schließfläche herangekommen. Mit dem positiven Nebeneffekt aber nach dem Schuldenschnitt war das Geld noch da. Vis-à-vis -vis mit Matthias Weig und Mark Friedrich, die sich in ihrem Buch Der Crash ist die Lösung mit den Aussichten unseres Wirtschaftssystems befassen. Warum der finale Kollaps kommt und wie Sie Ihr Vermögen retten, lautet der Untertitel Ihres Buches. Versprechen Sie da nicht zu viel, wenn wirklich das Finanzsystem zusammenbricht, die Sparkonten abgeräumt werden, der Staat womöglich Sonderabgaben erhebt. Wie soll denn da Vermögen zu retten sein? Abgeben, habe ich vorhin schon gesagt, werden wir alle müssen. Es ist nur eine Frage, wie viel. Und wenn ich in Sachwerte investiere, sei es eine Gold oder eine Silbermünze oder ein Stückchen Land oder auch meine schuldenfreie, eingenutzte Immobilie ist die immer noch da, auch wenn sie im Preis vielleicht sinkt oder fällt, aber sie gehört immer noch mir. Und wichtig ist auch, das Kapital breit zu streuen. Selbstverständlich werden noch Abgaben kommen, bestimmt für Immobilienbesitzer, vielleicht gibt es auch ein Goldverbot. Deswegen ist es elementar, auf sehr vielen Standbeinen zu stehen und vor allem ganz wichtig, keine Schulden zu machen. Momentan liegt ja das Geld auf der Straße und die Banken erklären uns, jetzt müsst ihr Schulden machen, jetzt müsst ihr Kredite aufnehmen. Das sollte man aber vorsichtig sein, weil sollte es vielleicht doch mal einen Währungsschnitt geben oder eine Währungsreform, Wurden in der Vergangenheit Guthaben und Verbindlichkeiten immer unterschiedlich behandelt. Und ja. jetzt geht es nicht mehr darum, die Rendite zu erzielen, sondern es geht wirklich darum, Vermögen zu schützen, zu sichern. Diejenigen, die vielleicht nur 30 oder 50 Prozent ihres Wohlstandes verlieren werden, werden sogar die Gewinner sein. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit haben wir die Möglichkeiten, uns darauf vorzubereiten, weil die Probleme erkennbar sind. Wir haben das Internet, wir haben soziale Netzwerke. Also man kann sich jetzt wirklich darauf vorbereiten. man darf nie vergessen: Vorsorge ist immer besser wie Nachsorge. Vermögen klingt ja gleich nach erheblichen Beträgen, Häusern und Aktienpaketen. Das wird den meisten Menschen wahrscheinlich egal sein, weil sie das eh nicht haben. Droht denen aber trotzdem auch Ungemach? Selbstverständlich, vor allem an die wenden wir uns ja. Wir wenden uns ja wirklich an jeden mündigen Bürger, der sagt, ich habe vielleicht nur ähm, eine kleine Lebensversicherung oder ich habe nur ein paar tausend Euro auf der hohen Kanne, die ich mir hart erspart habe, an die wenden wir uns vor allem, weil die werden am meisten leiden. Und da gibt es jetzt noch Möglichkeiten, sich sozusagen auf die richtige Seite zu stellen und sich gut zu positionieren, um nicht wirklich vor dem Nichts zu stehen. Was wäre denn für den nennen wir ihn Normalverbraucher, der von seinem Einkommen lebt und das eh jeden Monat ausgibt? Was solltet ihr denn tun? Wenn er zum Beispiel, nehmen wir an, nur 20 oder 50 Euro im Monat zu sparen hat, kann man sich überlegen, investiere es in irgendeinen Fonds, Sparplan, wo mein Geld weg ist vielleicht, oder kaufe ich mir selber persönlich jeden Monat eine Silbermünze für 20 Euro? Auch klein macht Mist, wenn man das über viele Jahre und Jahrzehnte anspart. Und die Münze dient mir nur persönlich, die kann mir keiner wegnehmen und die kann mir auch noch keiner besteuern. Wir erleben gerade einen epochalen Wandel. Und zwar, was die letzten 40, 50 Jahre gut funktioniert hat, also Papierwerte wie Lebens Versicherung, Aktienfonds etc. pp. Das Zeitalter ist nun mal jetzt vorbei. Man läuft auch Gefahr in eventuell in extremen Situationen durch die Politik enteignet zu werden. Deswegen sagen wir ganz klar, raus aus Papierwerten, rein in Sachwerte. Und wir hatten es in unserem ersten Buch ja schon geschrieben, die Lebensversicherung, die sollte man sich gründlich überlegen. Und jetzt haben wir es ja mitbekommen, die Garantieverzinsung wird auf 1,25 Prozent sinken. Die Ausschüttung der Überschüsse ist nicht mehr garantiert. Also im Endeffekt ist jeder, der eine Lebensversicherung hat, der gelackt und dazu möchte ich noch Friedrich was hinzufügen. Ähm, seit über einem Jahr gibt es ein neues Gesetz auf EU-Ebene, die sogenannte CAC-Klausel. Kurz Kack, Name ist Programm. Damit können Bürger rückwirkend enteignet werden, Besitzer von Staatsanleihen. Und das sollte uns vielleicht zu denken geben, weil EU-Recht steht über deutschem Recht. Und es ist auch schon in Griechenland passiert, wo Anleger sehr viel Geld verloren haben. Wenn nun alles so kommt, wie Sie es kommen sehen, wie geht es nach dem finalen Kollaps, nach der Vernichtung von Vermögen weiter? Haben Sie da wenigstens Erfreuliches in petto? <laughs> ja, weiter geht es auf jeden Fall. Das kann man schon mal sagen. Also die Welt wird weder untergehen, noch werden irgendwelche Aliens landen. Aber es wird natürlich anders. Also werden mit viel weniger auskommen müssen wie momentan. Also diesen Wohlstandsstatus, den wir momentan haben, der ist nicht haltbar und der wird nicht haltbar sein. Das heißt, wir haben natürlich die positive Hoffnung, dass die Menschen wieder näher zusammenrücken, weil wir haben uns einfach die Krisen der letzten hunderte Jahre angeschaut und oft war es so, im ersten Buch hatten wir ja einen Bericht von mir in Argentinien, dass die Menschen wieder näher zusammenrücken, wieder mehr sich gegenseitig helfen, dass die Zivilcourage wieder oben steht, dass man sich wieder auf das wahre Menschensein sozusagen konzentriert und dass die Menschen sich wieder gegenseitig helfen. Und momentan haben wir ja eine sehr oberflächliche Gesellschaft in vielen Teilen, dass wir da die Hoffnung haben, es wird anders werden, aber vielleicht auch besser. Problem ist nur, dass die Politik und die Finanzbranche nicht freiwillig einen Wandel herbeiführen. Also wir werden wahrscheinlich ähm, erst so etwas wie ein finanzielles Fukushima brauchen, also ein katastrophales Ereignis, damit die Protagonisten gezwungen werden, die notwendigen Schritte ähm, herbeizuleiten. Nach zwei sehr alarmierenden Büchern, wird das dritte vielleicht mal eins zum Wohlfühlen? Hoffentlich. Wir, wir glauben ja an das Gute und wir sind positiv denkende und lebensbejahende Menschen, aber... Wir sahen uns mit dem Buch einfach nochmal gezwungen, den Fingern die Wunde zu legen und den Menschen aufzuzeigen, dass wir so nicht weitermachen können. Das nächste Buch wird dann, denke ich mal, ein Liebesroman. Darauf ein Single Mord, der taugt ja auch als kleine Wertanlage. <laughs> genau, immer 40 Prozent garantiert.